Heute beim elektrischen Reporter Lebensmittel, Depressionen und Kriminalitätsorakel. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Freie Software ist etwas Feines. Man kann sie nicht nur nutzen, wie man will, und weitergeben an wen man möchte. Man kann sogar selber daran herumbasteln und völlig Neues daraus herstellen. Einige Zeitgenossen versuchen nun, dieses Prinzip auch anderswo anzuwenden, bei Lebensmitteln beispielsweise, wie unser erster Beitrag zeigt. Die Coca-Cola-Formel gilt als eines der bestgehüteten Geheimnisse unserer Zeit. Und das kann für Kate Rich und Cale Brandon gerne auch so bleiben. Denn die Freundinnen aus dem südenglischen Bristol brauen ihre eigene Version der dunklen Brause. Das Rezept für Cube Cola veröffentlichen sie unter derselben Lizenz wie freie Software. Das heißt, Kopien und Variationen der Cola sind nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Rich freut sich, dass sie jetzt in ihrer Kinobar endlich Whisky-Cola mit gutem Gewissen ausschenken kann. Wenn man erst einmal verstanden hat, wie einfach es ist, Coca-Cola zu ersetzen, muss man auch nicht mehr raus und protestieren gehen, die Marke boykottieren oder an Märschen gegen die Umweltzerstörung teilnehmen, für die Coke verantwortlich ist. Die Cube-Cola zeigt, aus dem Open-Source-Gedanken ist eine soziale Bewegung entstanden. Längst geht es nicht mehr nur um Software. Auch Wissen und seit neuestem Nahrungsmittel wollen die Aktivisten von der Macht der Konzerne befreien. Jeder weiß, was ein Rezept ist. Wenn wir den Menschen sagen, dass wir sogar ein Rezept für Coca-Cola haben, dann verstehen sie das. Auf die Art kann man gut erklären, wie Open-Source-Software dabei geholfen hat, das alte Microsoft-Denken aufzubrechen. 7 ätherische Öle geben der Cola den typischen Geschmack. An der richtigen Mischung tüfteln Brandon und Rich 2 Jahre lang. Heute verkaufen sie ihr Cola-Konzentrat in die ganze Welt. Über 20 Flaschen im Monat. Nur den Zuckersirup zum Mischen muss der Käufer selbst kochen. Dann sehen sie erst, wie viel Zucker das ist. Die Leute sind meistens ziemlich schockiert, wenn sie das einmal vor Augen haben. Man löst 1,5 Kilo Zucker in 750 Milliliter Wasser auf. Das ist eine Menge. Stefan Becker-Sonnenschein vom Verband Die Lebensmittelwirtschaft ist skeptisch. Do-it-yourself-Lebensmittelhersteller wie Cube Cola könnten von der strengen Gesetzgebung schnell überfordert sein. Und ohne geschützte Patente und Marken geht in der Lebensmittelindustrie sowieso überhaupt nichts. Es gibt ja nichts, was man am Ende schützen kann. Also eine gefüllte Paprika mit einem bestimmten Gewürz verfeinert, ist nicht etwas, wo ich jetzt sagen kann, da möchte ich einen Schutz, einen Patentschutz, einen Rezeptschutz oder sowas drauf haben. Aber genau weil viele Menschen ihr Wissen lieber teilen, als es schützen zu lassen, sind Rezeptplattformen im Internet so erfolgreich. Und nur deshalb kann die Open-Source-Aktivistin Lenara Wörl auf die Erfahrungen von Millionen anderer Bäcker zurückgreifen, wenn sie Schokokekse backt. Für sie ein gutes Argument, warum sich die Lebensmittelbranche öffnen sollte. Ich finde, der größte Vorteil liegt darin, dass man so ganz viele verschiedene Leute und ganz viel Wissen zusammenbekommt. Gemeinsam kann man doch viel mehr erreichen als ein einziger Spezialist, der nur für eine Firma arbeitet. Aber Open-Source-Essen ist nicht aufs Kochen und Backen begrenzt. Hobbygärtner etwa treffen sich bei sogenannten Samentauschbörsen, um vom Aussterben bedrohte Pflanzensorten zu retten und gemeinsam neue Sorten zu entwickeln. Doch neu gezüchtete Pflanzensorten gelten als geistiges Eigentum. Und jetzt erklären die Saatguthersteller, dass man ihre Samen nicht aufbewahren darf, weil das Diebstahl sei. Ich finde, es ist genau umgekehrt. Diese Firmen stehlen von uns. Denn Patente zum Beispiel auf ein Brokkoli-Genom schaffen Abhängigkeit von der Industrie. Ein Zustand, den die Lebensmittelretter beenden wollen. Noch agiert diese Bewegung in der Nische. Und Unternehmen wie Coca-Cola reagieren eher gelassen auf die Open-Source-Konkurrenz.
Ein Journalist hat Coke mal angerufen und um ein Zitat gebeten. Und sie sagten, es kann nur eine Coca-Cola geben. Also für die sind wir nur ein kleines Insekt auf dem Boden. Wir sind keine Gefahr. Dieses Selbstbewusstsein liegt sicher auch am Geschmack der Cube Cola. Kardamom, Zimt und Lavendel sind für den Durchschnitts-Cola-Trinker vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Aber der Getränkemulti aus Atlanta hat einen weiteren Vorteil. Eine globale Kundenbasis, die lieber einfach zum Kühlschrank geht und sich eine Flasche aufmacht, als sich den Koffeinkick erst selbst anzumischen. Es gibt eine Krankheit, bei der das soziale Umfeld des Kranken sich besonders häufig durch Besserwisserei und vermeintlich gute Ratschläge hervortut: Depressionen. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Jenna, ich schreibe einen Modeblog namens I Say Shotgun und so heißt auch mein Twitter-Account. Ich komme ursprünglich aus dem Dorf und da ist das Interesse für Mode nicht so groß und irgendwann habe ich die Community im Internet für mich entdeckt, habe in Foren mitgelesen, habe Modeblogs für mich entdeckt und gedacht, das kannst du eigentlich auch. Ich schreibe auf meinem Blog hauptsächlich über Mode und Kosmetik. Ich zeige eigene Outfits, ich zeige, was ich gerne mag, was ich gerne trage, welche Lippenstifte angesagt sind und welchen Nagellack ich mir so auftrage. Ich berichte über die Fashion Week und eben alles, was mir gefällt. Der Auslöser für den Tweet war ein persönliches Gespräch, aus dem ich kam. Und die ganzen Tweets, die ich da abgesetzt habe, waren eigentlich eine Non-Menschen, was das in mir raus musste. Und das hat irgendwie den Zeitgeist getroffen einfach, weil sich, glaube ich, viele Menschen so fühlen. Ich habe auf Twitter schon häufiger über meine Depressionen geschrieben. Es war für mich nie ein Geheimnis. Aber an dem einen Tag, das war der Todestag von Robert Enke, ist alles irgendwie explodiert. Ich habe nochmal ganz bewusst formuliert, dass ich depressiv bin, habe darüber geschrieben, wie es sich anfühlt und was man tun kann, was man nicht tun kann. Und das wurde einfach so oft geteilt, dass irgendwann eine Userin auf mich zukam und gemeint hat, lass uns doch einen Hashtag dafür machen. Den hat sie dann erfunden und dann ist das Ganze einfach explodiert. Die Aktion war von mir nicht geplant, aber es gab sehr, sehr viele Reaktionen drauf. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, nachdem ich das alles geschrieben hatte und hatte mehr als 1000 neue Benachrichtigungen auf dem Handy, war total überfordert, machte das dann auf und sah ganz viele Anfragen von Zeitungen, auch teilweise schon Artikel, die bereits geschrieben wurden. Und es war krass, sehr, sehr viele persönliche E-Mails, wo Leute gesagt haben, ich finde es gut, was du machst, du bist wahnsinnig mutig. Und aber auch Reaktionen, die mir vorwerfen, ich hätte das alles geplant, um mich selbst in den Vordergrund zu stellen. Es ist bunt gemischt. Es hat sich für mich insofern was verändert, dass ich das Gefühl habe, dass die Depressiven eher wieder wahrgenommen werden, dass die Leute vielleicht ein bisschen begriffen haben, dass es tatsächlich eine Krankheit ist und nicht einfach Faulheit oder Traurigkeit. Wenn ich eine depressive Phase habe, mache ich gar nichts. Dann habe ich weder Kontakt zur realen Welt noch zum Internet. Daran merkt man es. Wenn ich nicht schreibe, stimmt was nicht. Solange ich noch schreibe, geht es mir gut. Im Vorhinein zu wissen, wann und wo ein Verbrechen stattfinden wird, das ist zum einen Material für Science-Fiction-Stories. Zum anderen wird daran bereits fleißig herumgeforscht, wie unser nächster Beitrag zeigt. Wenn die Beamten der Stadtpolizei Zürich auf Streife gehen, dann heißt das vor allem nach Einbrechern Ausschau halten. Denn Einbruchskriminalität ist seit einigen Jahren eines der größten Kriminalitätsprobleme der Schweizer Finanzmetropole. Doch plötzlich scheint sich die Lage zu bessern. So wenig Einbruchsfälle wie 2013 hat die Zürcher Polizei seit 10 Jahren nicht mehr aufnehmen müssen. Die Polizei sagt, weil sie jetzt weiß, wo die nächsten Taten stattfinden werden. Wo ein Beamter eingesetzt wird, darüber entscheidet in Zürich nämlich der Computer mit. Der sagt dem Streifenpolizisten präzise die Straßenzüge voraus, in denen die nächsten Einbrüche passieren werden. Der bekommt eine Karte mit einem Prognosegebiet. Er sieht, wo hat sich das erste Delikt ereignet. Dann zeichnen wir einen sogenannten operativen Kreis herum. Das heißt, hier besteht die größte Wahrscheinlichkeit für Folgedelikte. Das weiß der Frontpolizist. Das heißt, hier wird er vermehrt
Präsenz zeigen. Die Software PreCops kennt jeden Einbruchsfall der letzten Jahre. Und auch jede neue Tat wird dort eingespeist. Mit Zeit, Ort, Vorgehensweise und Beute. In bestimmten Fällen erkennt die Software Trigger-Delikte. Taten von Profis, bei denen es wahrscheinlich Folgetaten in der Nähe geben wird. Wo? Das kann PreCops aufgrund der Daten der Vergangenheit bestimmen. Und das erstaunlich präzise. In 4 von 5 Fällen treten die Folgedelikte ein, wenn sie prognostiziert werden. Während der Sommersaison hatten wir eine Quote von 3 von 4 Prognosen waren richtig. 6 Monate lief PreCops im Testbetrieb. Inzwischen gehört das System fest zum Arbeitsalltag der Zürcher Beamten. Und erinnert so manchen an Technologie aus einem Science-Fiction-Film. Denn PreCops, das soll natürlich an die PreCorks aus dem Film Minority Report erinnern. Auch wenn die Verbrechensvorhersage in der Realität nicht auf Hellseherei, sondern auf Mustererkennung beruht. PreCops-Entwickler Thomas Schwer nutzt für sein System elementare menschliche Verhaltensweisen aus. Wir sind alle Gewohnheitsmenschen und diese Gewohnheiten, diese Muster können Sie aus großen Datenmengen herauskristallisieren oder erkennen. Und anhand dieser Muster, dieser Gesetzmäßigkeit, sobald ich eine Gesetzmäßigkeit erkannt habe, kann ich einen Blick in die Zukunft werfen. Weil in der Regel Gesetzmäßigkeiten sich ja wiederholen. Auch in Deutschland interessiert man sich für Schwers Produkt. In Bayern wird PreCops gerade vom Landeskriminalamt erprobt. Und Nordrhein-Westfalen will ein ähnliches Pre-Crime-System testen. Die Technik könnte neben Einbrüchen leicht auch auf andere Massendelikte angewendet werden, zum Beispiel Autodiebstähle. Für Morde oder terroristische Taten aber ist sie wegen der vergleichsweise geringen Fallzahlen ungeeignet. Ohne Masse eben auch kein Muster. Anderswo werden Pre-Crime-Systeme auch personenbezogen eingesetzt. In London testet die Polizei eine Software, die Gangaktivitäten vorhersagen soll. In Chicago besuchen Polizeibeamte junge Männer zu Hause, denen der Computer Gewaltverbrechen prognostiziert. In Deutschland oder der Schweiz ist das aus Datenschutzgründen undenkbar. Unbedenklich finden Kritiker wie Padelun vom Bürgerrechtsverein Digital Courage die Pre-Crime-Software deswegen trotzdem nicht. Und das System braucht ganz klare Schranken. Ich sage zum Beispiel, dass es nur zeitlich beschränkt eingesetzt werden darf, dass es Kontrolle braucht, Berichte auch, was ich damit gemacht habe und eine, zumindest in den Anfangszeiten, wissenschaftliche Begleitung, damit wir wirklich wissen, ob solche Systeme was bringen oder ob der Übergriff auf die Bevölkerung zu groß ist. Pre-Crime-Technologie steht noch am Anfang. Und Zustände wie in Minority Report bleiben erstmal Science-Fiction. Aber Software zur Verbrechensbekämpfung ist auf dem Vormarsch und wird immer besser. Wie gut sie noch werden kann, ist aber keine rein technologische Frage, sondern vor allem eine Frage, was wir der Polizei der Zukunft erlauben wollen. Ein ehrlicher Räuber ist beruhigender als eine ungewisse Zukunft. Günther Eich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.